Das folgende Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 mit mir, eurem Reimekönig. Ja, wir haben hier das Ergebnis, dass wir zwei Preise verliehen bekommen haben. Das sind die letzten beiden, die uns gefehlt haben. Und jetzt auf zum Stranger Guy. Spiel beenden, Waffe wechseln, schon gut, Spiel beenden. Du hast zwei Kronkorken gewonnen. Zweite Reihe der Sammlung vollständig. Du erhältst 25.000 Pesetas. Ah, jetzt sehen wir das auch mal. Letztes Mal habe ich das dann verkackt mit den 15.000. Also die wir das erste Mal bekommen haben. Da habe ich vergessen, euch das zu zeigen. Das war ein bisschen doof. Untersuchen. Jetzt haben wir die letzten beiden. Was haben wir? Die Axt und Sichel. Uäh, gefällt mir nicht. Don José. Was sagst du denn, Don José? Etwas mit die Bäschi. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Don Diego. Okay. Was sagt er? Der sagt Deputa. Heißt das nicht Hurensohn? Oder sowas ähnliches? Ups, jetzt habe ich es ausgesprochen. Haha, ist eher ab 18. Ist doch, oder? Egal. Wenn es nicht so ist, berichtigt mich. Aber ich glaube, das hieß Hurensohn. Egal. Auf jeden Fall beleidigen die uns des Todes. So, was haben wir? Was ich vergessen habe auf jeden Fall schon mal, ist hier den Schrank aufzumachen. Aber das meinte ich nicht. Ich meinte im Eigentlichen, dass wir hier mal wieder ganz schnell die Fliege machen sollten. Weil ich etwas ganz Wichtiges vergessen habe. Wir haben Ashley wieder. Und wir müssen mit der Madame erstmal ganz dringend die Sachen holen, die wir das letzte Mal gesehen, aber nicht holen konnten. Ja, weil wir halt Ashley nicht hatten. Und da habe ich ja gesagt, wenn ich die wieder habe, muss ich hier hinkommen. Und jetzt habe ich sie gerade wieder. Deswegen werde ich jetzt erstmal den Rückflug antreten. Weil ich bin ja schon ein bisschen vorgelaufen. Was mache ich hier? Ich bin viel zu weit. Petmensch. Oder war das davor? Ne, das war doch nicht davor, das war hier. Wir mussten hier lang gehen. Und dann gab es hier doch irgendwo gleich diese Weggabelung oder war das woanders? Keine Ahnung, ich suche das jetzt mit euch. Wir suchen das jetzt gemeinsam. Das müsste aber hier gewesen sein, glaube ich. Nicht nötig zurückzugehen. Findest du? Also ich finde schon. Oh, Leon, ey. So ein Knecht. Mal ernsthaft. Ich hoffe, ich kann das überhaupt noch machen. Nicht, dass er mir die ganze Zeit sagt, nee, du brauchst nicht zurückgehen. Dann denke ich mir, nein, ich will aber. Das wäre echt doof. Das muss funktionieren. Jetzt müssen wir hier lang gehen. Wenn das auch nicht geht, sind wir am Arsch. Okay, das geht schon mal. Komm, 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 komm. Bitte funktionieren. Ah nein, hier müssen wir nicht lang, aber hier hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir zurück müssen. Auf jeden Fall ein Stück. Ach ja, wenn wir hier durch können, dann können wir auf jeden Fall... Ja, perfekt. Wir können da noch hin. Das ist jetzt zwar ein mega langer Weg und ich werde wahrscheinlich die Hälfte des Parts damit verschwenden, aber es ist verdammt wichtig. Louis! Nein! Hallo Stranger Guy. Man sieht sich. Hier müssten jetzt gleich auch irgendwo wieder Gegner auftauchen, weil man ja Ashley ab hier wieder hat. Und die versuchen mich natürlich aufzuhalten, weil diesen Weg gibt es natürlich. Also diesen, ja, dass das mit Ashley geplant ist da, das weiß man ja halt. Und deswegen haben die hier wieder Gegner hingestellt. So. Mist, das sind voll viele und die haben diese... Oh, nee, meine Granaten möchte ich gern behalten. Vielleicht brauche ich die noch für wichtigere Gegner, nicht für diese kleinen Dreikack-Dinger da, die können nämlich nichts. Da ist noch einer. Sterben wäre nett. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie mit Pet Airlines geflogen sind. Oder mit meinen Kugeln. Ist auch egal. So, ist hier noch einer? Ja, da hinten ist noch einer. Aber für den kann ich... Ach, das sind sogar zwei. Einfach kurz sterben. Danke, auch dir fürs Sterben, Madame. Nee. Nee, nee. Ihr lasst alle nichts liegen, das ist nicht so ganz richtig. Ah, sind wir hier wieder. Jetzt leckt das wieder. Warum?
Das Spiel macht mich wahnsinnig. Es macht mich verrückt und krank und es möchte, dass ich mich aufrege über irgendwas. Ich weiß nicht warum. Es liegt auf jeden Fall in diesem Kackgarten, sonst leckt es nicht. Und man sieht flüssig. Flüssig. Wie Wasser. Jetzt haben wir hier keine Gegner mehr, aber hier war es. Hier können wir Ashley hochheben, glaube ich. Lässt sich nicht öffnen. Von der anderen Seite verschlossen. Wenn mir jemand hilft, komme ich dran. So, aber hier kann ich jetzt... Ah, man muss das erst triggern, wenn man die Tür anlabert. Sonst geht es nicht. Da drin ist einiges versteckt. Soll ich euch was verraten? Ich hatte den nächsten Part, also den ich jetzt drehe, schon vorgedreht. Also den hatte ich fertig. Und dann habe ich extra nochmal resettet, damit ich das hier zeigen kann, weil Ashley wird nämlich später nicht mehr in der Lage sein, uns zu helfen. Wir halten eleganter Parfum irgendwas. Was stand da? Flakon? Oder was war das? Flakon. Oh, wie nobel. Oder ist Flakon oder irgendwie so ein Wort? Es hört sich irgendwie zu deutsch an. Ich glaube, Parfum irgendwas müsste französisch sein. Ja, hallo? Da ist doch noch eine Kiste. Kriege ich die nicht oder was? Ah, doch. Ein rotes Kraut. Das Wichtigste allerdings ist in dieser Riesenkiste. Die Broken Butterfly. Eine Magnum-Pistole. Sie ist so wahnsinnig stark und episch. Guckt euch mal diesen Durchschlag an. 13. Da kommt keine unserer jetzigen Waffen dran, glaube ich. Nicht mal unsere Sniper mit 11. Krass. Krass. Ja, auf jeden Fall krass. Und die ist insofern wichtig, dass sie wahnsinnig viel Kohle gibt. Weil ich die nämlich nicht behalte. Ich brauche die nicht. Diese Waffe ist mir einfach zu stark. Ich verkaufe die einfach und dann kann ich meine Waffen pimpen. Das ist besser. Weil Geld ist ja immer ein bisschen Mangelware bei uns. So, jetzt leckt's wieder. Kackgarten. Gehen wir nach Hause. Hä, ich weiß gar nicht, warum das so heftig ist. Das scheint in diesem Garten zu liegen. Ich weiß aber nicht, was an diesem Garten den PC so ausrasten lässt. Merkwürdig. Aber egal, soll mich nicht stören. Weil ich kann jetzt hier einfach ungehindert meines Weges voranschreiten. Die ganzen Gegner sind, glaube ich, weg. Und ich glaube, die bleiben auch weg, oder? Bleiben die nicht weg? Die müssen wegbleiben. Habe ich die Magnum-Munition geholt? Ja, ne? Ja. Schon sagen, das war in dem Part davor. Es ist so überaus traurig, dass ich das jetzt nicht... dass die eine Aufnahme weg ist. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie lange der Part schon geht. Ich denke mal, es sind so vielleicht 6-7 Minuten. Ich habe im letzten Part ziemlich viel geschafft. Also, im... Eigentlich diesen Part. Ja, nur ich bin halt nicht zurückgelaufen. Kacke. Aber egal, für sowas habe ich ja den Reset-Knopf. Und da ich die ganze Zeit nicht gespeichert habe, zum Glück, konnte ich das perfekt nachholen. Jetzt müssen wir hier lang und wieder mit diesem Teil fahren. Dann sind wir auch schon fast wieder da, wo wir eigentlich angefangen haben. Es ist zum Heulen. Egal, ich glaube, ich mache den Part dafür ein bisschen länger. Ich mache einfach das, was ich im letzten Part auch alles geschafft habe und habe einfach das jetzt noch dran gehangen. Das ist gut. Genauso werde ich das machen. Dann wird der Part für euch wieder wahrscheinlich über eine halbe Stunde, außer ich schaffe es irgendwie schneller als letztes Mal. Wovon ich aber nicht zwingend ausgehe. So, hier waren wir auch schon. Stimmt, wir waren ja schon weiter, richtig. Ich wollte gerade sagen, haben wir das jetzt auch noch gemacht? Nee. Ey, da hinten. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, dafür muss ich jetzt echt nochmal zurückfahren. Das hatte ich ja überhaupt nicht gesehen. Das ist interessant. Leon, egal was du vorhast, steig nochmal in diesen Wagen ein. Also ich fand, das sah mega geil aus. Entweder habe ich mich da gerade irgendwie getäuscht oder... Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. So, und jetzt ist Umdrehen angesagt. Ich grüße mal den Kollegen raus. Hey, hallo. Was ist denn das? Sind das noch Teile der Burg oder... Ey, das sieht richtig killer aus. Also ganz im Ernst, wenn ich der Einzige bin, der das leicht faszinierend findet, dann tut's mir wirklich leid für euch alle. Also das hat richtig Stil. Voll gut. Ich dachte erst, das wäre so ein Wandbild. Ich habe noch nie da rausgeguckt. Geil. Auf jeden Fall geil. Leute, ups. Das ist episch. Meine bescheidene Meinung zum Mittwoch. Perfekt, so, jetzt laufen wir weiter vor, aber erstmal Waffe wechseln. Dum, 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 dum. Oh ja, so genau. Oh, jetzt darf ich hier wieder alles holen, stimmt. Nee, Mist. Egal, wenigstens kann ich das jetzt alles holen, hab wenigstens andere Sachen noch geholt, die mir letztes Mal gefehlt haben.
Hier haben wir einen Zettel. Erhaltene Probe. Wie du vielleicht weißt, hat Lord Settler Sera beseitigt. Louis. Die Probe ist, wo sie hingehört. Ich hatte gehofft, alles könnte geregelt werden, ohne den Lord zu belästigen. Hauptsache, die Probe ist wieder da. Ich freue mich maßlos. Jetzt, wo die Probe in unserer Obhut ist, ist es schwer, für die lästige Frau heranzukommen. Wahrscheinlich, Ada. In dieser Hinsicht ist es schade, dass Sera gehen musste. Auch er hätte eine strahlende Zukunft vor sich gehabt, hätte er unseren Glauben geteilt. Das Schicksal der beiden anderen Amerikaner hat der Lord in unsere Hände gelegt. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Wir werden Ashley fangen und vor den Lord bringen. Oh. Oh. Ich glaube, das werdet ihr nicht. Nein, das werdet ihr nicht. Was ist das hier? Oh. Ach, wenn wir schon mal hier sind, machen wir das einfach mal. Nachladen kann ich nicht. Ach so, Waffe ist ja auch schon voll, stimmt. Hier Munition an dem Löwenkopf. Hier geht's nicht lang. Oh. Oh, 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 oh. Action-Kommando. Oh, welches ist es? Boah, Glück gehabt. Das ging schnell. Ashley, warte mal bitte. Ich habe irgendwie Schiss, dass sie die auf die Backen hauen, wenn ich ausweiche oder so. Boah. Beim letzten Mal war es beides mal XC. Ashley, komm mit. Du kannst jetzt hier warten. Weil hier drinnen wird es nämlich jetzt gefährlich für dich. Und ich möchte dich da nicht beihaben, weil ich viel mehr Spaß ohne dich habe. Irgendwie. Also immer. Aber das Gute ist, dass ihr Leben schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Also Ashleys Lebensbalken, der ist schon richtig cool weit. Vielleicht, weil ich es einfach immer versammelt habe. Ne, ich schieße ein bisschen mit meiner... Ne, ich schieße mit der TMP, die hat voll viel Munition. Geil! Boah, ich könnte eigentlich mal gleich die Broken Butterfly testen. Die Gegner hier sind sowieso crap. Ja, das mache ich gleich auch. Aber nicht bei denen, das mache ich später. Möge der Zorn des Bösen den treffen, der die Ruhe dieses heiligen Grals stört. Gral des Königs nehmen. Ja. Du erhältst Gral des Königs. Der ist nur auf normal hier. Auf leicht gibt es diese ganzen Räumlichkeiten nicht. Beziehungsweise schon, aber sind nicht betretbar. Von daher. Ja, ja. Jetzt kommen die alle von allen Seiten auf mich zu. Der eine hat schon mit seiner Waffe umgefuchtelt da. Müssen wir den mal ein bisschen auf den Hirn erschießen. Weil auch die haben einen Parasiten-Intus. Den gilt es hervorzubringen. Oh, den haben wir. Zeig dich mal. Alter. Ihr kleinen Penner. Ich habe mich voll erschrocken. Ich down. Ja, ja, ja. Ich weiß genau, was du vorhast. Du Sack. Komm, zeig deinen Parasiten auf. Zeig her, den kleinen Süßen. Yes. Weil, jetzt kann ich eine meiner süßen Flashbangs werfen. Nix da. Pistolenmunition habe ich gefunden. Ein grünes Kraut und Gewehrmun. Oh, oh, interessant. Und jetzt möchte ich gerne mal meine Broken Butterfly testen. Mal schauen, was die für eine Durchschlagskraft hat. Ich habe die noch nie hier ausprobiert. Weil ich die bis dahin immer am Stranger Guy verkauft habe. Okay, das zwingt dich schon mal in die Knie. Die scheint eine Durchschlagskraft auf zwei Gegner zu haben. Wie es scheint. Oh, ein anderer Parasit. Kacke, das gefällt mir nicht. Okay, gut. Nein, gut ist das nicht. Das gefällt mir nicht, sagte ich ja. Und dieser Typ mit dem Parasiten kann rennen. Mein Gott. Okay, gut. Was ich lustig finde bei euch, habe ich eben rausgefunden, ist, wenn ihr eine Flashbang habt, beziehungsweise seht, seid ihr auch ziemlich komisch drauf. Das gefällt mir. Weil, du da hinten kriegst jetzt erstmal eine Handgranate. Das hat den Parasiten in dir hervorgebracht. 6.500 gibt jeder hier. Das ist extrem praktisch, weil das ist viel, viel Geld. Jetzt erstmal noch eine Flashbang für euch beide. Und du, Typ da... Wir sind jetzt erstmal kurz von meiner nicht nachgeladenen Shotgun, jetzt nachgeladenen Shotgun, geschossen, bis dein Parasite rauskommt und ich dich zermürben kann. Sehr schön. Hätten wir das auch hinter uns gebracht. 6.500 Pesetas, sehr schön. Und wir haben den Gral des Königs. Also, ihr seht, ganz viel Geld und normal spielen lohnt sich, meine Freunde. Ihr solltet das unbedingt spielen. Also, auf normal, ne, ist ja wohl klar. Ist ja wohl klar.
So, hier ist jetzt noch was in dieser kleinen Schublade, nicht Schublade, eher Schranktür. Jetzt, Ashley, komm, geh mal beiseite. Du kannst schon keine Waffe halten, dann kannst du mir wenigstens aus dem Weg gehen. Was haben wir hier? Da war der Stranger-Guy drin, stimmt. Da ist der andere Weg, da müssen wir auch gleich lang. Okay, gut, dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Da möchte ich aber wieder diese Waffe auswählen. Aber erstmal möchte ich die hier nachladen, sonst stehe ich hinterher mal irgendwann in der Patsche. Boah, das ist so krass, dass die 150 Schuss fasst. Ziemlich übel, wenn nicht schon ein bisschen zu OP. Aber die kann hinterher bis zu 250 fassen, glaube ich. Das ist richtig heftig. So, die stelle ich mal hier hin. Und dann stelle ich dich mal... Ja, jetzt muss ich mich entscheiden, links oder rechts. Ah, komm, links. Stell dich mal dahin. So, dann kann ich mich hier hinstellen. Und dann geht die Tür auf. Ich kann Ashley zu mir rufen. Ach so, okay. Jetzt will ich euch was zeigen. Man kann hier im nächsten Raum, wird hier gleich Salazar auftauchen und wird sagen, ich finde, du hast lang genug gelebt, bla bla bla. Und wird dann hier aus der Decke so Stacheln ausschießen lassen. Also das ist gleich voller Stacheln. Hier unten sieht man ja die Löcher, wo die reinpassen würden. Und hier sind diese Mechanismen zum Ausschalten von der Wand. Die wird sich nämlich gleich nach unten senken, wie man sich wahrscheinlich denken kann. Und ja, und da müssen wir ganz schnell die Teile kaputt schießen. Und das Problem ist, man könnte das jetzt schon machen. Ich weiß nicht, ob die beim Programmieren da nicht dran gedacht haben, die Teile vorher auszuschalten. Oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht das, aber ich mache es nicht. Ich denke, du hast lang genug gelebt. Lass uns sehen, ob du das überleben kannst. This time. Yo, Magic, Alter, wie er alles kontrollieren kann. So, die Stacheln, meinte ich. Dieses feige Schwein verpisst sich, wenn ich den in die Finger kriege. Und jetzt müssen wir hier diese Mechanismen da ausschießen. Komm schon. So, das hätten wir geschafft. Gibt es hier irgendwas zu holen? Ich weiß, hier gibt es Munition, aber war hier noch irgendwas? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nö. Ich finde diesen Raum eigentlich ziemlich schön. Ich weiß gar nicht, warum man hier so eine Todesfalle einbaut. Hm. Naja gut, soll mir egal sein. Ist ein Rätsel, welches ich nicht lüften werde. In diesen Fackeln ist im Übrigen nichts drin. Ich habe alles abgeschossen, keine Sorge. Na, Ashley. Warum? Oh mein Gott. Warum sagen die so Special-Texte, die nicht auf der Webseite standen? Ich kann gar nicht versuchen, was davon zu verstehen. So, der Trick hierbei ist, wir müssen die Typen ausschalten. Dann öffnet sich die Tür und Ashley kommt zu uns. Können wir einfach mal... Vibrationsmodus. Geil, das finde ich sieht voll cool aus. So, jetzt müssen wir eben kurz schauen. Weil die Bretter nämlich jetzt hier nicht durch die Wand... Weil die eine Wand durchzukriegen war schon Ausreizung des Möglichen. Diese Wand hier geht gar nicht. Ist ja wohl klar. Nun denn, wir haben hier einiges abzustauben. Erstmal ein Spinell. Dann als nächstes ein Seidenkristall. Und Sturmgewehrmunition. Für den Fall, dass man keine hat. Ich denke mal, man kann hier kurzzeitig auch in Panik geraten, sagen, scheiße, 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 keine Munition und bla. Und dann findet man hier welche. Nein. Halte das Messer doch draußen. So, dann haben wir hier noch ein Fass. Und da ist nichts drin. Aber hier haben wir ein Schachbrett. Und das möchte ich gern haben. Ein elegantes Schachbrett sogar. Oh. Oh, wie elegant. Das ist nobel. Und hier haben wir den Gral der Königin. Den zweiten Gral. Den wir brauchten. Wie gesagt, auf leicht ist halt nur der Königin-Weg offen. Und der vom König, der steht da schon. Also der Gral steht schon bei ihm. Ich zeige euch gleich, wo die stehen, weil da war ich nämlich noch gar nicht. Jetzt möchte ich eben kurz was machen. Und zwar... Wait. Ashley, du wartest mal bitte da. Du bist down. Du bist down. Du lebst noch. Du bist down. Du bist jetzt down. Du bist jetzt auch down. Ashley, kannst du mir wieder folgen? Toll, hat's ja vollgebracht. Nee, gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Munition. Für die TMP. TMP-Munition ist immer wichtig. Und Sturmgewehr auch. Aber wir haben hier noch was Schönes, was ich gern holen möchte. Und zwar sind das an diesen... Was? Hab ich die schon geholt?
im letzten Part. Ernsthaft, ich weiß es gar nicht mehr. Oh nein, dann habe ich euch das ja vielleicht gezeigt und das war gar nicht mehr da. Oh, ich dachte, oh. Oh. Hey, halt mal kurz. Klar haben wir die schon vorher geholt. Ich habe die Maske ja schon beim Händler verkauft. Die hatte ich ja eben gar nicht im Inventar. Hab mich schon gewundert, warum die weg war. Okay, gut. Ein Irrtum meinerseits. Ein Toast auf unsere königliche Hoheit. Schön, schön. Nee, das ist der falsche. Die Königin brauchen wir hier. Und da brauchen wir den König. Tada! Jetzt öffnet sich die Pforte. Tada! Los geht's. Wir befinden uns jetzt hier in einem Raum, der ziemlich raummäßig ist. Gut, na, wie schlecht. Mann, bei der ersten Aufnahme habe ich vorausgesagt, dass hier eine Schlange ist, aber jetzt könnte man denken, dass ich das schon weiß, weil ich das ja eben schon mal gemacht habe. Egal. Hühner einnehmen. Hier haben wir noch ganz viele Schränkchen, die machen wir einfach mal auf. Weil da ist allerhand Zeug drin und das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Einiges an Kohle. War das eben auch so viel? I don't know. Jump mal hier rüber, mein Freund. Hier ist ein rotes Kraut. Und hier geht es hoch. Dum, 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 dum. Ich sehe es kommen. Der Part dauert eine halbe Stunde oder noch länger. Gut, dass es mich nicht stört. Ja, aber wir sind jetzt gleich schon da, wo ich aufgehört habe irgendwann. Eine Lampe bekommen wir hier. Das ist das Allerwichtigste. Und du bist ein ekliges Gebilde. Dich mag ich überhaupt nicht leiden. Aber ich kann dich abschießen. Aus welchem Grund auch immer. Und was auch immer das gerade für ein ekliger Bildfehler war. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. So, ich lasse dich jetzt da oben. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich wünschte, du würdest entführt. Hey, das ging schnell. Warum sagst du verdammt? Freu dich doch. Du bist die Nervensäge los. Richtig gut erkannt. Da sind noch viele, viele mehr. Und das sind nicht gerade meine Freunde. Deswegen werde ich jetzt das einzig Logische tun. Ich werde mich irgendwo verstecken, wo die Kackviecher auf mich zukommen müssen. Und dann werde ich sie einen nach dem anderen abschießen. Ich habe ich... Oh, halt mal kurz. Ich könnte erstmal kurz eine Flashbang werfen. Und dann sollte ich meine TMP holen. Das Gute bei den Viechern ist, wenn die sich in der Luft befinden, ist jeder Schuss für die ein One-Hit. Also die sterben auf der Stelle, wenn sie in der Luft sind. So, der ist down, der ist auch down, der lebt noch da hinten. Stirb. Sterben, mein Freund. Gut. 30 TMP Munition, die sollte ich mitnehmen. Grünes Auge, rotes Auge, grünes Auge. Ach du Scheiße. Grünes Auge, grünes Auge, grünes Auge. Fuck. Ich hatte eben mehr Glück. Da habe ich zwei blaue Augen, ein rotes gefunden und ein bisschen mehr. So, warum dieser Raum eigentlich doch so interessant ist. Ist die folgende Tatsache, dass dieses Teil hier... Halt mal eben. Vielleicht habe ich doch noch Glück. Ich glaube nicht. Weil hier hängen nämlich auch noch welche dran, oder nicht? Ja, da. Ist jetzt down? Bitte lass mal ein rotes Auge oder ein blaues fallen. Blaues. TMP-Munition, das... Und da war noch eins, aber ich glaube, der fällt hier runter, wenn ich den anschieße, oder? Da ist noch einer. Scheiße. Warum? Okay, gut, dann haben wir das verkackt. Gucken, ob wir später nochmal die Gelegenheit kriegen, gegen diese Viecher kämpfen zu dürfen. Weil wir können diesen dicken Klumpen hier nämlich auch abschießen. Man glaubt es kaum. Ja, der hält einiges aus. Keine Sorge, das ist immer so. Okay, gut. Wie auch immer wir das schaffen, mit dem bisschen Munition, was wir da gerade drauf gehämmert haben, so einen Riesenkoloss runterzuschmeißen, das wüsste ich gern, aber das ist mir egal. So, ein rotes Auge, ein blaues Auge, und davon hätte ich gerne noch eins, das wäre voll nett. Ein rotes Auge, grünes Auge, weil wir haben nämlich dann alle Lampen, wir haben ja zwei Lampen, da können wir diese Augen bekanntlich reinsockeln. Und, ja, wir haben nur ein blaues Auge. Das ist ziemlich ärgerlich. Egal. Keine Panik auf der Titanic. Kombinieren hiermit. Kombinieren damit. Kombinieren damit. Kombinieren hiermit. Und kombinieren damit.
So, jetzt haben wir eine mit Grün und Rot, wo Blau fehlt, und eine mit Rot, Grün und Blau, die fertig ist. Ah, das ist sehr schade. Sehr, sehr schade. Egal, vielleicht kriegen wir noch welche irgendwo. Es gibt bestimmt noch irgendwo eine Chance, die zu bekommen. Hoffe ich. Mir fällt gerade nur spontan keine ein. Gibt es später noch? Na klar, gibt es später noch welche. Oh, auf jeden Fall. Ja, aber die kommen ein bisschen später erst. Ein bisschen viel später. Aber sie kommen, auf jeden Fall. So, es hat sich hier, wie man gesehen hat... Ja, ich komme ein bisschen raus gerade. Ich handle mehr, als ich erzähle. Das ist ein bisschen traurig. Also wir haben den Hebel umgelegt. Die Brücke hätte sich eigentlich senken sollen. Die Ketten waren allerdings zu kurz. Und dann haben die sich da festgehalten. Und ja, dann musste man die losschießen von da. Haha. Jo. Ja, das ist alles ein bisschen komisch gerade. Hier erstmal Munition, da ist nix. Und da ist ein Stranger Guy. Das ist voll gut. Welcome. Hallo. Got some rare things. Seltene Ware, ja, seltene Ware habe ich auch für dich. Schau dir meine seltene Ware an. Erstmal die Broken Butterfly. Die ist für dich. Extra für dich mitgebracht. Dann habe ich noch zwei Spinels, zwei Seidenkristalle, 7 grüne Augen, 2 rote Augen, eine fertige 32.000 wert seiende Lampe, ein elegantes Schachbrett und elegantes Parfümflakon oder was auch immer. Ein prunkvoller Parfümflakon mit üppiger Verzierung. Okay, ja, weg damit. Brauchen wir nicht. 161.000, oh wow, wow, das ist jede Menge Geld. Und unsere Waffen sind auch voll viel wert. 70.000, 67.000, 70.000, 87.000, boah, was. Okay, nice. Nice, nice. Kannst du uns noch irgendwas Interessantes verkaufen, mein Freund? Das möchte mich interessieren. Nein, kannst du nicht. Dann werden wir mal tunen. Die Red 9 kriegt 3 Schaden. Boah, sauber. Das nehmen wir natürlich mit. Die Kapazität auf 18 nehmen wir natürlich auch mit. Dann Schrotgewehr, Kapazität auf 7. Kapazität, sage ich schon, Feuerkraft auf 7. Und auf 13 die Kapazität. Boah, das halbautomatisch auch noch was. Ach ja, klar, das haben wir beim letzten Mal nicht kaufen können, weil zu arm. Und jetzt gehen wir mit über 50.000 raus. Nice. Nice, nice, nice. Es hat sich voll gelohnt, die ganzen Augen zu sammeln für die Lampen und alles. Also jetzt gerade läuft's wieder bei uns. Auf jeden. Naja gut, hier habe ich den Part auch das letzte Mal beendet. Und das werde ich diesmal auch tun. Joa. Ich bedanke mich erstmal hier schon mal dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt, trotz der kleinen Komplikationen. Ich meine, ihr habt davon nicht viel mitbekommen. Mich hat das ein wenig gestört. Aber ich würde sagen, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es heißt Let's Play Resident Evil 4 mit mir, eurem Reimbekönig. Ich weiß, ich heiße eigentlich El Pet oder Pet, aber nee, für dieses Let's Play bin ich der Reimbekönig. Bis dahin. Ciao.